Hallo liebe Leute, ich bin die Lucida und begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, wir sehen hier auf ein Gebäude, das sich tatsächlich, finde ich, sehen lassen kann. Das ist mein zweiter Kohlestandort. Ich habe ein bisschen was alleine gemacht. Da war früher ein See. Ich habe in der letzten Folge gesagt, ich mache meine Hausaufgaben und baue meine Energieversorgung mit den Kohlekraftwerken ein bisschen aus. Das habe ich getan. Ich habe die bisherigen Kohlekraftwerke, die hier irgendwie standen, es waren glaube ich zwei, drei, vier Stück sogar insgesamt mittlerweile, die standen hier so rum, haben ihre Kohle von diesem Spot hier bezogen und ich habe alles abgerissen und so ein DHL-Versandlager aufgebaut und ich finde, das ist wirklich gelungen. Hi! Was ist das? Samerz, okay. Cool. Kann man auch nicht gebrauchen, aber gut. Dankeschön. Ja, also es sieht gar nicht so schlecht aus, wirklich hübsch industriell geworden. Ich denke, so untalentiert bin ich vielleicht doch nicht. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich mal irgendwie noch coole Sachen auf die Beine stellen kann. Ja, schauen wir uns das ganze Ding mal eben an. Hier habe ich auch die Möglichkeit, da hochzufliegen. So, das sind 8 Kohlekraftwerke, Kohlegeneratoren. So sieht das von oben aus. Es läuft und ich denke, mit der Energie sieht es erstmal ganz gut aus. Ja, 900 Megawattstunden Kapazität haben wir jetzt und die Hälfte davon brauche ich überhaupt gerade im Moment erst. Ja, in dieser Folge wollen wir uns dann also auf die Suche nach Rohöl machen. Wir fliegen jetzt auch gleich wieder zurück. Ich habe mich auch ein bisschen kundig gemacht, was ich alles brauche, wie das alles funktioniert und so weiter. Also erstmal Rohöl finden und dann gucken, was wir da alles machen können, wie wir das aufbauen können. Wird schon alles werden. Also ich bin wirklich stolz darauf, auf diese Dinge. Ich würde am liebsten mein Hauptquartier hierher verlegen, weil es wirklich so gut aussieht. Na gut, also fliegen wir zurück. Und ja, es tut mir leid, dass ich das alleine gemacht habe. Es ist wirklich nicht so einfach, da eine Grenze zu ziehen zwischen Let's Play, also einfach mal spielen und zuschauen lassen und so weiter, und so einem Highlights-Ding, wo ich dann einfach nur zeige, was ich gemacht habe. Und ja, das ist jetzt irgendwie so ein Zwischending gewesen. Ist wirklich schwierig zu machen, wenn ich sage, ja, ich will nicht, dass während unserer Let's Plays auf einmal die Energieversorgung zusammenbricht und ich dann erstmal eine Viertelstunde lang nur irgendwie Kraftwerke bauen muss, damit wir überhaupt weiterspielen können. Und deswegen habe ich einfach dafür gesorgt, dass es jetzt richtig erstmal läuft und ist dabei dann auch gleich ein bisschen schön gemacht und auf einmal waren 4 Stunden rum und ja, also ich weiß nicht, das hätte dann wahrscheinlich auch keiner sehen wollen. So, na gut. Hier habe ich auch noch ein kleines bisschen was gemacht und ein paar Transportröhren aufgebaut. Das wirkt irgendwie komisch hier. So, das wird noch schwierig. Ich werde hier wahrscheinlich 1000 Mal eingesaugt werden in die falschen Röhren, in die ich gar nicht rein will. Ja, also, so ist jetzt die Lage. Wir hatten geschaut. Rohöl hatten wir irgendwo gefunden. In der Nähe meines ersten Kohlestandorts, glaube ich. Da hinten irgendwo. Meine ich. Ich habe auch schon genug Zeug für 2 Raffinerien mit eingepackt. 2 Biomassebrennern, wer weiß, schade vielleicht nie. Und dann noch diese LKW-Geschichten. Also machen wir uns erstmal auf den Weg dahin. Da habe ich auch eine neue Röhre gebaut. Schlupf. Ja, ich war beim letzten Mal doch ein bisschen entmutigt, weil diese ganze Raffineriegeschichte doch so kompliziert aussieht. Und boah, ich keine Ahnung hatte, wo ich da überhaupt anfangen soll, was ich machen soll, aber ich denke, ach, das ist schon alles machbar. Ihr habt mich ja auch ermutigt in euren Kommentaren, vielen Dank dafür. Und jetzt, nachdem ich diese coole Fabrik aufgebaut habe, denke ich auch, ich krieg das hin und mache noch mehr coole Fabriken. Und ja, ich freue mich drauf. Kannst du ein bisschen schneller fliegen? Ich habe auf YouTube gesehen, dass man, wenn man mehrere Eingänge hintereinander platziert, dass man dann so einen kleinen Extraschwung bekommt und dann sich so mehr oder weniger mit Lichtgeschwindigkeit durch diese Röhren bewegen kann. Müsste ich mal auch noch machen. Ich habe immer noch irgendwie das Gefühl, dass mein gesamtes Lager irgendwie so ein Beta-Status ist, beziehungsweise so ein temporärer Status. Deswegen habe ich jetzt auch noch nicht alles richtig gemacht. Das ist ja alles noch kreuz und quer. Also müssen wir hier noch weiter. Und ja, das hat ja auch Roland gesagt. Danke dafür. Ich kann schön Bau machen, wenn ich erstmal, naja, durch bin mit allem. Dann ist immer noch genug Zeit dafür. Wenn ich alles habe, geht es wahrscheinlich auch einfacher. Jetzt ist die Frage, muss ich irgendwie da hoch? Weil hier ist alles so vergiftet. Blödes Giftzeug da hinten.
Urach, das kann ja was werden. Ach, da geht schon los. Ja, hör auf. Ich denke, wir reisen mal kurz weiter zur Kohle. Da hoch und gucken uns von da aus an, wo das wäre. Hier geht's weiter. Kann man's kennen? Nee, das wäre jetzt was. Ich glaube, dass ich dann ein bisschen zu weit fliege hier. Ah, hier kann man aber auch springen. Da unten. Das machen wir auch gleich. Ich glaube, da kommt nichts bei raus. Irgend so eine Sphäre, die man noch nicht benutzen kann. Spannend, was dabei rauskommt dann. Mal gucken, wo das Öl steckt. Okay, hier können wir jetzt mal gleich sprengen hier. Ach! Aha. Eigentlich nicht weit weg. Ich muss halt die Klippe wieder runter irgendwie. Ah gut, da gehen wir einfach da unten weiter. Ach, so weit kann das glaube ich nicht sein. Nein! Ach du doofes Ding, echt. War so ein Erstklässler, wo. Ja. Ja, sehr schön. Okay. Ja, strongly advise. Okay. So. Du fährst da wieder runter. Irgendwo da unten habe ich auch dieses G-Pad. Ob ich das treffe von da oben? Soll ich mal versuchen? Oh Gott, ich glaube, das treffe ich nicht. Das lassen wir lieber. Na, das müsste aber funktionieren. Ah! Oh. Okay, es klappt. Gut. Also, jetzt aber. Darunter. Ja. Weit ist es nicht. Nein. Dieses Giftzeugs hier überall. Ja, da komme ich so nicht weiter. Das sind auch leider nicht diese Pflanzen, die ich hier wegsprengen könnte mittlerweile. Oder doch? Irks. Sumpf. Gleich mehrere. Ja, oh Gott. Das war keine gute Idee. Wir gehen wieder. Alles voller Gift. Ja, Roland, ich weiß, wegen der Bären. Ich habe auch Inhalatoren dabei. Aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, das brauchen sie jetzt gerade im Moment schon. Ja, also das ist ein bisschen unglücklich hier. Ohne Gasmaske sieht das schlecht aus, also... Gut, also da geht's irgendwo runter. Da muss das Zeug irgendwo sein. Ah, ich hab's gesehen. Da. Mehrere Quellen. Uff. Und wie kommen wir da hin? Nee, also ich glaube, also liebe Leute, ich glaube, das ist hier nicht richtig. Ich glaube, wir gehen zurück zu der Hyperloop-Kreuzung, die ist irgendwo da hinten. Und gucken, ob wir dann von da aus dann da durchstechen können. Weil das hier ist irgendwie, das sieht nicht so aus. Oh Gott, da wabert es bis da unten hin. Okay, gehen wir wieder zurück. Und ja, ich wollte eigentlich auch noch nach Cauterium suchen. Wegen der... Ach, scheiße. Warum das? Warum tust du mir das an? Oh Gott, war mein Leben so schlecht. Oh Mann, ich habe gar nicht gesehen, dass ich so wenig Leben hatte. Wieso hat das Ding nicht da so ausgespuckt? Das ist ja echt krass. Okay, na gut, also da sind wir relativ schnell auch wieder dort. Oh Mann. Okay. Na gut, da liegt ja mein Zeug. Müsste ich eigentlich auch rankommen. Ja, okay, das geht schon mit Wucht auf den Boden. Das muss nicht sein. Mann. So ein Ärger. Okay, na gut. Also von hier aus wollen wir jetzt gucken. Irgendwie muss es weitergehen. Giftscheiß. Ja, laufen wir mal ein Stück hier am Förderband entlang. Vielleicht geht es von da vorne. Vielleicht kann man dieses Gebiet hier irgendwie so ein bisschen umgehen. 280 Meter. Ah. Ja, laufe erstmal weiter. Ah, da drüben ist es schon.
Na, das sieht doch eigentlich machbar aus. Na gut, dann schwimmen wir einfach mal. Wasser haben wir auch. Sehr gut. Sprengen können wir auch. Noch besser. Wer weiß, was es da für tolle Sachen zu sehen gibt. Ah, ich höre schon so eine Sphäre. Ah! Hilfe! Oh Gott, voll rein in den Mist hier. Weg mit euch. Ich glaube, ich war hier schon mal. Weil ich mich ganz am Anfang auf die Suche nach der ersten Kohle begeben habe. Und hier voller Panik dann abgehauen bin. Weil hier alles voller Gift und Mist ist. Ich glaube, das war hier. Aber aus dem Alter bin ich heraus. Ich habe ja mittlerweile einen Xenobecher hier. Und habe mir sowieso die Umgebung hier unterworfen. So, erstmal wollen wir weiter unterwerfen. Nimm das. Ha. Okay, ja gut, es geht hier wohl nur um die Schnecke. Komm her, Schnecki. Tja, sag sowas. Also hier bin ich ja schon mal rumgelaufen und dass ich da so in der Nähe von diesen Ölquellen war. Wer hätte das gedacht? 92 Meter. Du bist mein Öl. Okay, wir müssen halt erstmal die Umgebung hier ein bisschen sichern, weil irgendwie... Ach! Ich kann mich da sogar dran erinnern und hab mir gedacht, was ist denn das für ein Sumpf? Bin da sogar durchgelaufen, ist ja nicht zu fassen. Ja, da war irgendwo noch so ein großes Viech, so ein Feuerballviech. Ich sehe es gerade. Ah doch, da drüben ist es tatsächlich. Soll sich gefälligst fernhalten. Ja, so sieht es aus. Was machen wir jetzt? Wie geht das jetzt? Achso, brauchen wir erst eine Ölpumpe. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Habe ich gar nicht aufgeschrieben hier. Gut, stellen wir die mal da drauf. Ja, also dann ist wohl wieder Zeit, hier Fundamente zu bauen. Yay. Okay. Tendenziell einfach... Hä, wo bin ich jetzt? Da entlang vorbei. Richtung Weltraumlift, würde ich sagen. Aber hier will ich eigentlich nichts zusammenschrauben. Es sieht so mistig aus, alles. Ist die Frage, wo schrauben wir irgendwas zusammen? Also die Raffinerie, wo soll das hin? Oder wie geht das denn jetzt überhaupt? Da kommt dann Rohöl raus. Und zwar 120 Kubikmeter pro Sekunde, pro Minute. Aha. Rohöl. Ja, lecker. Gut. Ja, also hier glaube ich kommen. Oh! Was haben wir denn da? Schwefel? Ja, super. Also hier kann man es, glaube ich, wirklich vergessen, irgendwas zusammen. Oder so, ich einfach hier alles zu betonieren. Das sieht echt nicht so gesund aus, alles hier. Ach Gott, da ist er ja. Ein dickes Viech. Spratzt mich mit irgendeinem Scheiß voll. Ach, noch mehr Rohöl. Hör mal, hier, das siehst du, das ist Öl. Pass auf, wo du hinspuckst. Ach. Ja, jetzt wäre vielleicht auch was für den Inhalator. Blödes Viech. Noch mehr? Aha, einer weniger. Jedes Viech weniger tut der Umwelt gut. Also meiner jedenfalls. So, wo bist du? Ah, Speckpilze. Aha, da ist er ja. Du machst mir keine Angst mehr. Da, mitten ins Gesicht, bitteschön. So, wie schmeckt dir das? Steigen wir da mal hoch. Vielleicht haben wir eine bessere Aussicht. So. Oh, was haben wir da unten? Irgendwas abzubauen. Ne, also hier, das kann doch keine gesunde Luft sein. So, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe gerade kurz ein bisschen nachgedacht. Absturzviech. Irgendwo da ist mein Förderband. Ich würde sagen, wir können das auch einfach auf dem See hier machen. Wir betonieren einfach den See zu. Da drüben geht es ja auch eh wieder in meine Richtung. Ich glaube, ich mache ja einfach... Ich baller alles mit Fundamenten voll. Wir brauchen ja, glaube ich, auch... Also wir können ja, glaube ich, auch mit diesen Schwerölrückständen-Dinger da... Oh, au! Mann! Kohlekraftwerke betreiben. Und dafür brauchen wir eh wieder Wasser, also... Glaube ich, eine ganz gute Idee, weil wir einfach hier das auf dem Wasser machen.
Mir gefällt es zwar nicht so gut, weil hier einfach so ein Nebel überall ist und ich dann kaum irgendwas erkennen kann, aber naja, was soll's. So, wer hätte gedacht, dass ich hier nochmal zurückkomme und hier sogar bleibe, an diesem Mistort. Gut, also schätze ich, baue ich mal alles voll. Ja, ich weiß noch, hier bin ich voller Panik geflohen letztes Mal. Keine Panik mehr, ich habe Selbstbewusstsein erlangt. Gut, hier geht's los und wir bauen irgendwie darüber. So, jetzt habe ich einen dummen Fehler gemacht und ja, es war alles breitflächig zu betoniert. Und jetzt geht mir das Beton aus. Ich hätte erstmal so eine schmale Brücke hier machen müssen und dann vielleicht gleich einen Hypertube irgendwie darüber legen müssen oder sowas. Na gut, ich gehe jetzt erstmal zurück zur Basis und hole mir Nachschub an Beton. Weit ist es ja zum Glück nicht. So, da sind wir wieder. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich jetzt genau am besten weiter vorgehe. Ich denke, wir bauen hier erstmal so ein bisschen die Fläche weiter auf. Dann bauen wir als nächstes eine Raffinerie, stellen ein, was wir brauchen. Und das wäre für den nächsten Meilenstein Kunststoff. Wir brauchen Kunststoff und Gummi. Also am besten gleich zwei Raffinerien. Gut. Also hier sind wir jetzt. Wo ist der Ölförderturm? Ich weiß es gar nicht. Das wäre noch was, wenn ich jetzt den Ölförderturm verloren hätte. Da steckt er ja. Da steckt er, der Gute. Hi, mein Freund. Ja, was genau machst du jetzt? Du kannst 120 Kubikmeter fördern pro Minute. Na gut. Hier auf diese wunderschöne Platte mit null Sicht. Okay, also bauen wir unsere erste ernst gemeinte Raffinerie mal hin. Ja, also ich denke, wir machen das so, wir fördern das hier rein. Was soll man denn da festes Zeug reinfördern? Keine Ahnung. Na gut, packen wir die erste mal hier hin. Ja, das war irgendwie doof. Aber hätten wir gleich hier hinpacken können. Ja, jetzt haben wir die mal ein bisschen auseinanderstehen. Keine Ahnung. Gut, also wir brauchen einmal... Aha, Kunststoffreste. Was ist denn das schon wieder? Zwei Kunststoff. Das... Okay, dann müssen wir... Also es gibt anscheinend auch Rezepte, wo wir dann was Festes da rein fördern müssen. Was zieht das Ding? 30... Ach, du Schreck. 30 Megawatt. Das ist ja der Hammer. Ach, du meine Güte. Okay, ist ein Biomassebrenner für ein so ein Ding hier. Na gut, also haben wir bei dem mal Kunststoff. Und hier lassen wir uns Gummi raus. Das ist genau das gleiche Rezept, wenn ich das richtig sehe. Schwerölrückstand. Okay, jetzt wollen wir kurz den... Wollen wir kurz den Kohlegenerator bauen. Gucken, ob der auch wirklich mit Schwerölrückständen arbeiten kann. Aber eigentlich nicht. Oder gibt es hier vielleicht auch ein Rezept, dass wir aus Schwerölrückständen irgendwas herstellen können? Okay. Also wir packen den schweren Rückstand, der hier entsteht, dann gleich weiter in die nächste Raffinerie, die Petrolkoks macht. Das Zeug ist dann fest und das können wir dann in so einen Kohleteil da rein liefern. Okay. Können wir eigentlich... Okay. Machen wir das ja erstmal wieder weg und den machen wir auch mal erstmal wieder weg. Wir bauen jetzt erstmal ein so ein Ding da auf. Eine Reihe. Oh, da kommt ja wieder viel Zeug zusammen. Gut, also da kommt unser Kunststoff raus, den wir irgendwo hinliefern müssen. Wahrscheinlich Richtung Basis. Also sollten wir hier ein bisschen Platz lassen. Und da kommt dann das Öl raus. Schwerölrückstand, den wir dann hier in Petrokoks umwandeln wollen. Eieiei, guter Tipp also, dass ich Zeugs für wenigstens zwei Raffinerien mitnehmen sollte. Danke nochmal dafür. Also, so war das gedacht. Gut, hier kommt Schwerölrückstand dann rein. 40 pro Minute. Schafft er, theoretisch. Und er wandelt pro 6 Sekunden ein so ein Ding um, oder 4? 4. Na gut, guck mal, was dabei rauskommt hier.
Ja, geh mal weg. Eins. Eine zehn. Zehn Flüssigkeit pro Minute. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir schließen das Ding jetzt mal alles an. Ich will mal gucken. Ich will einfach mal gucken, was da passiert, wie das funktioniert. Also theoretisch muss ich mir überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie ich da diese Flüssigkeit, diese überfällige Flüssigkeit speichern kann. Ich wandle das einfach um in Petrokoks. Ja. Ach, das scheint mir großer Spaß zu sein. Kommt es da auch auf die Reinheit irgendwie an oder so? Normal. Na gut. Normal. Genau. So läuft das. So soll das laufen. Also müssen wir noch schnell ein Kohlekraftwerk ranhängen. Oder sogar mehrere. Ich glaube, ich werde jetzt hier diese Fläche noch ein bisschen vergrößern. Dann stellen wir da hinten irgendwie so zwei Pumpen oder sowas auf. Oder vielleicht erstmal eine. Gut, hier kommt das Petrokoks dann raus. Mal ein bisschen mehr Platz. So. Gut, dann haben wir hier das Petrokoks hier außen drumherum, da hinten dann rein. Da können wir dann gleich noch ein zweites daneben stellen. Vielleicht, noch nicht. Mal erstmal gucken, wie viel da rauskommt. Das habe ich nämlich noch nicht ganz kapiert hier. 40. Theoretisch 40, aber praktisch nicht so viel, weil da auch nicht so viel reingeliefert wird. Achso, da können wir dann theoretisch hier noch eine zweite Raffinerie daneben stellen. Die dann beide da reinliefern, um umgewandelt zu werden in Petrokoks. Und diese Raffinerie macht dann eben Gummi. Aha, so langsam bekomme ich hier einen Plan, wie das ganze Zeug da laufen soll. Gut, aber erstmal schließen wir das erstmal noch alles an hier. Das hier. Also, wie viel kommt da jetzt an Petrok? An 20 pro Minute, 20 Plastik pro Minute. Okay, gut, das, ich glaube, das packt man erstmal in einen Container. So, jetzt kriegen wir das hin. Na also. Gut, das müsste klappen. Ich denke, das funktioniert. Okay, Strom haben die ganzen Dinger trotzdem noch nicht. Ja, das schöne Rauschen der Zivilisation. Die Pumpe läuft an. Ist ja der Hammer. Wunderbar. So, gleich kann es losgehen. Ich schließe bloß auch hier den Rohölförderer an. So, schon sind wir um 110 Megawatt ärmer. Feuer oben raus. Ja. Diese Gegend gehört jetzt mir. Mir allein. Gut, man hört so ein bisschen gluckern hier. Ist noch nichts drin? Oh. Achso, das läuft ja raus. Okay. Aha. Nicht so viel. Ja, gucken wir, ob das da unten schon ankommt. Ah ja, es kommt an. 30 pro Minute. Aha. Aha, okay. Das entsteht dann und fließt gleich weiter. Und hier landet mein gutes Plastik drin. Okay. Ausgezeichnet. Und dann gucken wir, ob hier schon was ankommt. Oh, jawohl. Irks. Das klingt aber gar nicht gut. Achso, da kommt das Zeug raus. Dauert eine ganze Weile, bis der sich gefüllt hat wieder. Achso, ja gut, klar. Ah, wie das klingt. Ah, er steigt gleich. Ah ja, er steigt gleich so 11 Stück auf einmal her. Okay, ich müsste halt viel mehr reinliefern. Gut, das heißt, ich brauche relativ schnell. Ach, lass wieder mal durch. Hier die zweite Raffinerie. Damit ich auch das Öl hier so ein bisschen verwerten kann.
da schließt man das nächste Rohr ran, auch da rein und dann geht es alles schneller. Und ja, dieses Zeug hier, Petrolkoks, geht schön hier rein. Wird gut verheizt. Ah, ich bin begeistert, liebe Leute, das macht ja Spaß hier. Okay, also schon jetzt kann man, glaube ich, mehr Kohlekraftwerke damit beheizen als dieses eine hier. Oder? Ja, das passt jedenfalls. Ich muss mal in den Rechner reinschauen und mir mal ausgeben lassen, wie wir das alles am besten optimal aufstellen. Aber im Moment sieht es schon mal gar nicht so schlecht aus. Gucke ich mal, ob ich gerade noch das Zeug für die zweite Raffinerie dabei habe. Ja, das funktioniert ja super. Mensch, das begeistert mich hier. Natürlich uncool, dass die jetzt... dass sie sich jetzt gegenüberstehen. Ich hätte jetzt gern den Ausgang hier auf der rechten Seite, aber das... Ah. Jetzt sehen wir auch mal was anderes als Wasser. Oh Gott, viel ist nicht drin. Gut. Dann machen wir das mal noch eben, schließen das so ein bisschen an. Na also. Das sieht doch gleich schon viel besser aus. Naja, viel besser. Also mal gucken, ob da das da hochpumpen kann. Bin mir da nicht so sicher, ob er das kann. Ach. Ach so, das fließt jetzt von dem da hoch. Das soll natürlich nicht. Nein, du Trottel. Ah. Okay, also hier wollten wir dann Gummi herstellen. Vorsicht, Junge, was machst du da? Geh weg! Oh, liebe Leute, ich bin begeistert bei diesem Spiel. Es ist toll, was das alles macht, dass ich dafür Gedanken machen muss. So, da lauf du mal rein. Läuft, perfekt. Ah, shit. Da müssen wir auch noch. Ach, da müssen wir auch noch. Achso, nehmen wir nicht. Okay, das passt. Wunderbar, müssen wir nur noch anschließen. Und dann müsste das eigentlich auch gleich schon funktionieren. Schön, wie das rumpelt, ey. So. Ja, da kommt gut was rein. Gummi entsteht auch schon. Ja, das geht ja dann richtig schnell mit dem nächsten Meilenstein. Wir brauchen 200 Kunststoff, 200 Gummi. Da kommt auch schon einiges an. Da haben wir schon fast geschafft. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Okay, hier passiert nicht viel. Füllstand ist sehr gering. Na gut, das wird wahrscheinlich kommen, wenn hier... das Ding losläuft, falls es das schafft, da hoch zu pumpen. Ah, sieht nicht so aus. Brauchen wir jetzt echt eine Pumpe für? Na gut, er stellt ja her, also... Nur es schafft es nicht da hoch. Ja doch. Vielleicht dauert es einfach ein bisschen. Scheint ja was in die Richtung zu fließen. Ah ja, okay. Da steht das Zeug. Ach, ich fürchte, wir brauchen so eine blöde Pumpe. Und ich weiß nicht, ob die da hinpasst. Oh nein, Gott, ist die riesig. Ach, liebe Leute, ich habe es mir gerade alles überlegt. Wir brauchen keine Pumpe. Wir machen das ohne Pumpe. Oh, da läuft es jetzt. Meine Güte, da kommt es raus. Okay, da war richtig was drin. So, jetzt müsste es sich wieder geleert haben. Okay, gut, dann bauen wir jetzt hier noch den Container hin. Für den Anfang.
Gut, dann läuft das doch erstmal. So, wunderbar. Dann können wir eigentlich in der nächsten Folge gleich schon die industrielle Fertigung machen und dann können wir Computer herstellen. Oh, jetzt habe ich mich hier eingebaut. Toll gemacht. Ja. Das ist ja wunderbar. Aber nächstes Mal werden wir auch gleich noch ein Kohlekraftwerk bauen, denke ich. Ah, da können sogar 200 sich stacken. Perfekt. Ja, nächstes Mal bauen wir gleich noch ein Kohlekraftwerk. Und dann kümmern wir uns auch gleich um die Computer, denke ich. Da wird dann wohl einiges zu rechnen sein. Da muss ich auch wieder Hausaufgaben machen vorher und gucken, wie wir das am besten alles machen. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr zuschaut. Es tut mir leid, dass ich vielleicht so ein bisschen unstrukturiert bin manchmal. Aber ja, so ist es eben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida.